Ja, ich habe heute etwas zugesendet bekommen und der Absender meinte, das könnte ich gut gebrauchen. Ich kann bedenken, was da drin ist, hab's aber selber noch nicht gesehen. Herzlich willkommen bei Holgers Videotreff. Schön, dass du reinschaust. Ach, wie gefällt euch eigentlich meine Lampe? Ah, wollen wir zuerst mal auspacken. Ich zeige euch hier die Screenbar Monitorlampe von Benku. Sie ist klein, leicht und kann einfach und schnell an jedem Bildschirm angebracht werden. Zum Lieferumfang gehören die 45 cm breite LED-Lampe, ein patentierter Clip zur Befestigung am Monitor und ein USB-Verbindungskabel zur Stromversorgung direkt vom PC-Monitor aus. Das Kabel ist mit einem Meter lang genug, um es auch an andere USB-Buchsen anzuschließen, falls der Bildschirm keinen Anschluss haben sollte. An der Lampe befinden sich vier Sensortasten. Somit lässt sich die Lampe vielfältig einstellen. Auf der Rückseite der Verpackung wird beschrieben, wie die Lampe zusammengebaut wird. Einfach Clip mit der Lampe verbinden, USB-Kabel anschließen, fertig. Dann an den Bildschirm klemmen. Um möglichst augenschonend am PC zu arbeiten, ist eine blendfreie und auch ausreichend starke Beleuchtung erforderlich. Die Benkur Screenbar hat einen verbauten Sensor. Dadurch hält sie die Helligkeit auf Wunsch immer automatisch ein. Neben der Farbtemperaturanpassung kann auch die Helligkeit nach den eigenen Bedürfnissen eingestellt werden. Dabei bleibt der Bildschirm immer blendfrei. 500 Lux ist die empfohlene Helligkeit am PC-Arbeitsplatz. Um in dunkleren Räumen starke Lichtkontraste zu vermeiden, wird die Beleuchtung dann auf 300 Lux gesenkt. Übrigens ist die Lampe frei von blauem Licht, also besonders augenfreundlich. Ja, die Lampe ist schnell montiert, bietet vielfältige Einstellungsmöglichkeiten und hat keinen Stecker, der unten belegt wird, weil sie ja mit USB verbunden wird. Was kostet sie eigentlich? Ja, so um die 99 Euro. Und hier unten könnt ihr erfahren, wo es die Lampe gibt. Ich freue mich auch über einen Kommentar. Wie findet ihr die Lampe? Und natürlich auch über ein Abo. Und vergesst die Glocke bei YouTube nicht. Für heute danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.